Hallo liebe Fans von royalen Heilandsbezeugern, sowohl bei Sketch History als auch bei Götter wie wir haben wir uns bereits häufiger mit den drei Königen aus dem Morgenland beschäftigt. Ganz rund gelaufen ist die Heilandsbezeugung dabei nie. Daher habe ich für euch heute die größten drei Königsfails. Ihr Hammer, wäre das nichts für dich? Gesucht wird König oder Weiser aus dem Morgenland? Zwecks Huldigung des neugeborenen Heilands. Der Sohn Gottes geboren. Angemessene Gabe ist als Geschenk mitzubringen, selbstverständlich. Hier, spätere Heiligsprechung nicht ausgeschlossen. Das klingt doch gut, oder? Das wäre doch was für dich. Zeig mal her. Wo ist denn das überhaupt? Bethlehem. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist eine ganz schöne Strecke. Also du bist gut. Für so eine Heiligsprechung kann man ja wohl mal ein Stückchen laufen. Du musst halt einen öffentlichen Esel. Oh mein Gott, du bist so fußfaul. Genau diese Bequemlichkeit geht mir seit Ewigkeiten auf den Zeiger. Ja. Mein Name ist Timotheus. Ich bin jetzt König seit gut 15 Jahren, also aktiv. Arbeite nebenher als Heilpraktiker, habe auch eine medizinische Ausbildung. Nee, gar nicht, geht gar nicht. Gleich weiter, nächsten bitte. Also wieso denn, Inge? Medizinisch, der hat einen gewissen Leumund. Sag mal, Renate, hast du sie noch alle? Wir haben hier eine unbefleckte Empfängnis und du willst da einen Arzt dazu holen? Das kriegen wir doch nie durch. Da kommen aber Fragen, das sag ich dir, du. Ach, nee, das wollen wir nicht. Wen hätten wir denn sonst noch? Wir hätten dann noch den Balthasar, ja? Das ist aber jetzt mehr so Schwiegermuttertyp, ne? Naja, einfach mal laufen lassen, gell? Nicht alles so verquatschen hier, ne? Ich bin Balthasar und diese Heiligsprechung ist mir wichtig, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, das Wort Gottes in die Welt zu tragen und der Menschheit ein Stück Gerechtigkeit und Liebe zu schenken. Beides. Das hat er aber schön gesagt, der Balthasar. Ja, also ein sehr sympathischer Typ. Kommt auch wirklich authentisch rüber, ja. Das muss man sagen. Also, da wären wir nicht abgeneigt, ja. Gell? Also, lass uns schnell die Geschenke verteilen. Du, Balthasar, nimmst das Gold, ich den Weihrauch und Melchior, du die Myrrhe. Myrrhe? Was zum Teufel? Soll denn bitteschön einer mit Myrrhe anfangen? Das ist doch kein Geschenk, du Arschloch! Hier hast du deine scheiß Myrrhe! Ich glaube, in dieser Richtung liegt eine kleine Stadt namens Bethlehem. Sagt, wo ist denn Günther? Ja, wo ist er? War Günther nicht hinter dir, Balthasar? Günther? Na, Günther. Dunkler Bart, leichter Silberblick, heller Teint. Trägt einen Turban. Ach, Turban, Günther. Oh. Keine Ahnung. Aber ihr seid doch vorhin zusammen losgegangen. Und heute Nacht am Lagerfeuer, da habt ihr noch stundenlang hier über den Erdmagnetismus diskutiert. Ja, stimmt. Da war er noch da. Ja, und wo ist er jetzt? Ja. Hängt wahrscheinlich was hinterher. Der holt uns schon noch ein. Ja, und wenn er sich verläuft, der könnte überall sein. Der ist astronomisch genauso bewandert wie wir. Außerdem muss er ja nur dem Stern nachfolgen. Ja, aber wir haben hier das Kamel mit dem Trinkwasser. Günther hingegen hat nicht einen einzigen Tropfen dabei. Los, kommt, wir müssen sofort umkehren und ihn suchen gehen. Wartet! Also gut, ich hab ihn gegessen. Du hast was? Du verarschst uns, oder? Nein, ich hab ihn gegessen, okay? Heute Morgen, nachdem wir losgegangen waren, ich hatte einfach Hunger. Und genau genommen ist das sogar eure Schuld, weil ihr gesagt habt, wir hätten keine Vorräte mehr. Was?
Das stimmt doch gar nicht. Ich habe gesagt, wir haben noch haufenweise Datteln übrig. Ja, und ich habe gesagt, dass wir spätestens heute Abend eine Oase erreichen, wo wir alle unsere Dattelvorräte wieder auffrischen können. Ja, und ich habe gesagt, dass ich Datteln nicht so gerne mag. Nicht so gerne mag? Und deshalb bist du einfach runter auf dem Hast du sie noch alle? Jetzt regt euch doch nicht auf. Ich habe einfach Panik gekriegt, okay? Wir sind jetzt seit fast 2 Monaten in dieser dämlichen Wüste unterwegs und ich kann einfach keine Datteln mehr sehen. Ach, aber da kannst du doch nicht den ganzen einfach nicht. Günther aufessen. Herrgott, da hätte doch erst mal eine Hand oder ein Unterschenkel gereicht. Sag mal, was redest du denn? Da drehst du jetzt auch noch völlig durch. Hätte erst mal ein Unterschenkel gereicht. Entschuldigung, ich meine das natürlich nicht so. Ich bin gerade völlig überfordert. Ja, sorry. Sorry. Unglaublich, echt? Und was machen wir jetzt? Wir sind überall als die heiligen 4 Könige bekannt. Kaspar, Melchior, Balthasar und Günther, die 4 Weisen aus dem Morgenland. So kennt man uns. Kaspar hat recht. Fällt doch auf, wenn wir uns so als die 4 Weisen aus dem Morgenland vorstellen. Wir könnten uns ja die so gut wie 4 Weisen aus dem Morgenland nennen. Ja. Oder hat einer von euch irgendwie eine bessere Idee? Nein, so spontan fällt mir jetzt auch nichts ein. Ja, und wir müssen jetzt auch weiter, kommt. So gut wie 4 Heiligen 3 Könige. Klingt doch scheiße. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Ja, du fandst auch die Idee nicht schlecht, Günther aufzuessen. Mein Gott, wie lange wollten wir noch darauf rumhacken? Eins sag ich dir, den Rest der Strecke heißt es für dich strikte Dattelkur, Freundchen. Hier steht, beim Abschluss eines Abos über diesen Button verbessert sich Ihr allgemeiner Gesundheitszustand und das Hautbild deutlich. Außerdem kann eine vorbeugende Wirkung gegen Hämorrhoiden festgestellt werden. Ach ja, und förderlich ist auch liken, weiterempfehlen und kommentieren. Steht hier so. Wusste ich gar nicht.